Dann möchte ich das mal deponieren. Gerne. Frau Signordi schuldet mir noch eine Antwort vom Liebesbrief aus dem Jahr 2002. Ah ja? Zwei. Falls du mal siehst, und dass ich das hier mal deponiert. Von dir, ja, und dass sie dir zugeschrieben. Ja, einfach mal gerne noch Antwort geben auf eine verzweifelte Botschaft von einem 10-Jährigen, der schwer verliebt war nach dem Grand Prix von Volksmusik. Und ich habe gehört, du hast mal ein lustiges Erlebnis mit dem Bühnenhuber, oder? Oh, ist das schwierig? Wunderpunkt. Ja. Hey miteinander, das ist eine neue Ausgabe von Sensationell und das mitten im Juni. Ich hoffe natürlich, ihr habt mich schon abonniert, weil so können wir stetig weiter wachsen. Und er steht heute bei mir vor der Linse, ja, ein Gast aus Bern, extra nach Luzern angereist. Und zwar der Radiomoderator Michel Schelker. Schön, bist du hier im Sensationell. Merci, dass ich da bin. Vorweg, dass ich es gesagt habe, du darfst mir Schelker sagen, du darfst mir auch Michel sagen. Meine Mami sagt mir aber echt nur Michel. Ah, super. Ja, perfekt. Eben Schelker ist doch ein bisschen dein Schelker ist genau immer bei den Künstlernamen, Familiennamen. Bei den Kollegen war auch schon immer der Schelker. Mhm. Darum, Michel hat wirklich immer nur meine Mami gesagt, wenn ich irgendetwas gemacht habe. Ist gut, wenn du böse warst. Ja, oder ähnlich, genau. Ja. Eben, du bist so viel. Du bist Energy Morgenshow Moderator bei Energy Bern. Mhm. Bist DJ. Man sagt es, oder ja. DJs hören es zwar nicht gerne, aber ja, ich probiere es auch. Genau, ja. Podcaster. Genau, machen wir auch. Und was ich noch gehört habe, Choleriker bist du auch, oder? Hey, stellenweise habe ich besser, glaube ich. Es ist so up and down bei mir, phasenweise. Ja, im Straßenverkehr krasser Choleriker, sonst sehr friedliebender Zeitgenosse, würde ich mal sagen. Okay. Wie kommt das im Straßenverkehr? Hast du keine Geduld, oder? Boah, kurze Zündschnur, haben wir das Gefühl, auch uns nicht. Wobei vorhin, als ich hierher gefahren bin mit dem TÜV, ist mir mega etwas Peinliches passiert. Manchmal mache ich das so, mit dem TÜV roten Ampel ein bisschen vordrängen. Darf man nicht, ich weiss, liebe Polizei. Habe ich nicht gemacht, rein hypothetisch habe ich es gemacht vorhin. Und dann war aber die Lücke an diesen blöden Luzerner Ampeln so eng, dass ich mich nicht zwischen hinein drängen konnte. Dann ist es gar gekommen. Dann ist der ganze Verkehr bleiben stehen, wegen mir, der wollte vordrängeln. Aber das Blöde war, in die Lücke hineinzugehen. Es war eine mega peinliche Situation. Dann regt mich dann ab mir auf und ich bin dann aber einer, der sich entschuldigen kann. Man kann aber dann links und rechts. Sorry. Genau. Ja, Schelke, wenn du dich in einem Wort müsstest beschreiben, was wäre das? Ein Wort. Ein Wort. Früher, als ich noch nicht 30 war, hätte ich gesagt Sunny Boy, aber Sunny Senior mittlerweile, keine Ahnung. Nein, ich bin ehrlich auf der Sonnenseite des Lebens, würde ich mal meinen. Also haben wir einen Optimist? Optimistisch, ja, es klingt immer so blöd, wenn man das von sich selber sagt. Aber ich würde mal sagen, ich bin grundsätzlich sehr ein positiver Mensch. Und klar gibt es mal negative Phasen, aber ja, Sunny Senior ist mein Stichwort, das ich nehme. Super, ja, und ich würde sagen, dass wir da noch ein bisschen die Sendung noch ein bisschen lockerer und positiver werden. Gibt es mal etwas zu trinken? Ich komme zur ersten Kategorie und die heisst Kaffee, Tee oder mehr. Schöne Abmoderation! Ja, was hättest du gerne zu trinken bei uns? Also Kaffee, Tee haben wir oder mehr? Du hast vorhin gesagt, Kaffee trinkst du nicht? Kaffee trinke ich nicht, als Morgenshow-Moderator sehr selten. Tee ist mir irgendwie suspekt, habe ich wegen der Fructanintoleranz vor Jahren irgendwann aufgehört zu trinken. Darum bleibt eigentlich nur noch alkoholfreudig. Super, also ich kann dir ein Bier anbieten, einen Wein. Ich bin offen, ich lasse mich überraschen. Sven, super. Ich lasse mich überraschen. Sehr gut, komm, dann nehmen wir einen Wein. Ein Weili? Ja. Also, Wein bin ich nie abgeneigt. Super, sehr gut. Ja. Das wird nachher serviert bei uns in der Show. Ja, wie bist du eigentlich zum Radio gekommen? Ich glaube, du hast Strom gelernt ursprünglich. Multimedia-Elektronik. Okay, das ist ein Unterschied. Ja. Wie gesagt, du kennst es. Nein, der Unterschied ist, dass es Sender so ein bisschen, ich sage so Fernsehelektronik, Radio, da wären wir schon beim Stichwort, einfach so Unterhaltungsgerät oder musst reparieren, weil der Strom ist mehr auf der Baustelle. Mm. Und dort zwei Linktüme hättest du mich nicht brauchen können. Abgesehen davon hättest du mich auch in diesem Job nicht brauchen. Darum war irgendwann mal eine neue Orientierung da. Und ich habe während diesem Job so gemerkt, hey, Radio wäre so der Traumberuf. Also, das wäre verdammt geil, wenn es klappt. Hast du, wenn du immer geschafft hast und Kabel zusammengelötet hast, hast du dann immer Radio gehört? Ja, ich war wirklich Dauerhörer, P1, sagt man im Radio-Genre. Da bist du wirklich einfach der den ganzen Tag hörst, am Morgen hörst, eben halt während dem Arbeiten zwangsweise und am Abend auch beim Heimfahren. Und dann dachte ich, hey, das wär, wenn du das irgendwie herbringst, das wäre cool. Und haben mir dann ein Jahr Zeit gegeben und gesagt, ich versuche es.
Also, du hast ja auch Radio-Vergangenheit, du weißt, es ist nicht leicht, dort reinzukommen. Es gibt keine Lehre, es gibt kein Studium, es gibt keine Ausbildung im klassischen Sinn. Also, du musst irgendwie so wie reinrutschen, via Praktika und irgendwie. Also, ganz dubiosen Weg eigentlich. Und der Mario Toriani, dem würde ich ewig dankbar sein, der hat mir dann mal bei SRF, ja, eine Stunde, bei SRF 3, eine Stunde, eineinhalb, hat sich Zeit genommen, weil er mal erklärt, wie man überhaupt zum Radio kommt. Und ich meine, der Mann hat wegen Gott Besseres zu tun gehabt schon dann, als irgendeinem 19-jährigen Schnösel vom Land zu erklären, wie man zum Radio kommt. Aber er hat es gemacht und genau diese Tipps habe ich verfolgt. Und ja, ein Praktikum nach 2 Monaten schon abbrechen und schon eine Festanstellung bei Energy als Produzent bekommen. Super. Und dann in die Morgenshow reingerutscht? Ich von Anfang an voll in die Morgenshow. Dann mit Simon Moser zusammen mache ich jetzt das schon seit 10 Jahren. Und er war eigentlich so ein bisschen der, der gesagt hat, wenn er gerne an seiner Seite will. Und er war noch nicht der Letzte, der reingerutscht beim Vorstellungsgespräch. Und hat das dort irgendwie schon so gematcht. Dann haben wir gemerkt, hey, irgendwie haben wir so Reibungspunkte. Und gleichzeitig verstehen wir uns freundschaftlich mega gut. Mhm. Und ja, man hat das eine zum anderen geführt. Und dann irgendwann ist der Produzent auch weggegangen. Dann haben wir angefangen, Videos machen, Podcasts machen, DJ machen. Also eigentlich alles, was wir jetzt machen, hat sich über all die Jahre irgendwie so aufgebaut. Genau. Sehr gut. Und dann hast du gerade am Anfang das Feeling schon gehabt, mal das ist es, Radio ist das, was wir voll, kann. Also irgendwie, ja, keine Ahnung, zwei LinkedIn, ich habe schon gesagt. Für mich hat es irgendwie nicht gelangt. Das Studium, notentechnisch hat es zwar schon gelangt, aber ich bin nie der, der gerne die Schulbank gedrückt hat. Und ja, also. Was gibt es Besseres? Du weißt es auch, oder? Cooler Job. Absolut, absolut. Ja, und wie muss man sich das vorstellen? Wie früh müsst ihr am Morgen raus? So früh, dass wir Alkohol brauchen. Merci vielmal. Das haben wir übrigens nie während der Morgenshow. Wirklich, dass euch da Getränke reingebracht haben? Nein, Kaffee gibt es, aber dann muss man sich selber holen. Sven, Gesundheit, merci für die Einladung. Ja, danke vielmals, schön bist du gekommen. Mm. Ja, ich weiss nicht, es ist irgendetwas Französisches, das wir hier haben. Französisch immer. Ja. Ich tue ging so, ich komme raus, komme eigentlich gar nicht so draus. Die Freundin kauft ging dabei und ich saufe. Ah, okay, das ist auch gut. Genau. Eben, wann geht es los bei euch am Morgen jeweils? 5 Uhr ist Sendung starten, also dann sind wir auf Sendung und sagen mal so auf die 4 im Studio vorbereiten. Eben, ja. Ich sage, wir sind noch relativ spät dran im Vergleich mit anderen. Aber wenn wir so eingespielt sind über die Jahre, braucht man jetzt nicht so viel Vorbereitung wie andere. Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Früher hat man doch noch das aus Zürich kennt. Eben, wir sind zwar nicht der Zürcher Kuchen, mm-mm, wo du gerne darüber redest. Mm-hmm. Aber man hat das früher aus Zürich kennt, dass die Radiomoderatoren extrem viel verdient haben. Ach, ist das so? Ja, wirklich. Okay. Damals, bei den grossen Sendern, Radio 24, Energy, Radio Z damals noch. Da bin ich auch zu jung oder zu spät eingestiegen. Aber in dem Fall verdienen wir heute gar nicht mehr so viel. Also beim Radio ist nicht richtig, das kann ich wirklich hin. Also sonst schreibt, glaube ich, jeder, den ich kenne. Das ist effektiv so. Man macht es auch wegen dem Spass, oder? Es ist, genau dort ist ein Krux dahinter. Es ist ein so cooler Job. Es ist nicht, du musst nicht irgendwie einen Mauer aufziehen, du musst nicht Tag in Tag aus körperlich arbeiten, du kannst kreativ sein, du kannst also ja, im besten Fall authentisch sein, musst auch nicht. Es gibt genug Beispiele, die zeigen, dass man sonst einen Job machen kann, ohne authentisch zu sein. Aber gleichzeitig ist es halt wie ein Traumjob. Ich meine, wie Schüttler oder Musiker. Ich meine, das ist Zeug, das du dir aussuchst, aber du musst enorm Glück haben, dass du dort reinkommst. Und das ist ja wie klar. Also Angebot relativ rar, Nachfrage relativ hoch. Absolut. Und wie musst du denn gleich dein Privatleben anpassen? Weißt du, ich sage, jetzt musst du wahrscheinlich gleich früher ins Bett, oder? Als andere Kollegen. Ja, durch das, dass wir es aber ein bisschen später herbringen, können wir uns ein bisschen mehr gönnen. Also jetzt gestern Beispiel hatte ich noch ein Senioren-Match. Ja, ich spiele schon bei den Senioren, traurig, aber mit 30 ist man bei den Senioren im Team. Hey, irgendwie 8:45 ab, 11:30 in den Heimen gewesen. Du pennst vielleicht 3,5-4 Stunden Maximum, oder? Und spürst du dann schon, du Alter ist etwas schlechter. Also ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich sehe noch kein einziges graues Haar. 38. Also shit, Mann, 8 Jahre älter und du hast noch kein graues Haar. Du. Ich sehe es bei dir auch nicht. Also, man muss sehr genau anschauen. Ja, immer Millimeterschnitt. Aus dem ich kann nicht so wie du. Da hätte ich hier schon graue Mähne. Nein, ich bin nicht alt. Aber es ist mir altert schlecht. Das ist einfach so in diesem Job. Ja, bei den Haaren hatte ich noch ein bisschen Glück gehabt, aber ja. Sonst, entweder werden sie ja grau oder sie fallen aus. Oder? Entweder oder. Genau. Bei mir ist beides noch okay. Aber bei blond sieht man es eh weniger. Tendenziell, ja. Mhm. Oder färben musst du. Genau. Man muss ja jeden Morgen gleich auch recht motiviert sein. Oder um die Leute in den Tag zu bringen. Wir sollten, ja. Wir sollten. Es ist,
es ist auch dort wieder ein bisschen authentisch. Also wenn wir, mal einen scheiß Tag haben, dann kann das passieren. Und dann ist unser Ziel auch, wir sind ja zu zweit, also eben mit Simon zusammen mache ich das jetzt gleich 10 Jahre. Und dort probieren wir schon, und noch am authentischsten zu sein. Das heisst, wenn mal jetzt der Start in den Tag nicht so gelungen ist, dann wird das so thematisiert. Weil eigentlich erst dann bist du richtig nah bei den Leuten. Und dann merken die Leute, ja, du, der im Radio hat nicht irgendwie eine gute Launensuppe gefressen. Der, ich meine, wir sind auch Menschen. Ja. Und genau das macht es dann wieder ein bisschen näher. Und gleichzeitig, ja, kannst du auch nicht also jeden Tag mit einem Latsch gehen. Also, dann wärst du der falsche Mann oder die falsche Frau für den Job. Und dann musst du es nicht machen. Also, ja, grundsätzlich muss schon positiv sein. Darum, eben, wie eingangs gesagt, habe ich so nicht Mühe. Also, ich muss mich nicht verstellen für das. Sehr gut, also bist du frohes Gemüt? Ja, tendenziell würde ich sagen. Und sonst irgendwelche Substanzen muss ich mir noch nicht hinterher pfeifen, nicht mal Kaffee, nicht mal Koffein, dass ich so drauf bin. Es ist einfach mehr, es ist schon sehr viel Einstellungssache, sage ich gerne. Also den Leuten, ich meine, morgen, wenn du in den Zug einsteigst, ist das wie ein kollektives Und das steckt halt wie an. Und wenn du, also lustigerweise, wenn ich auch beim WKB oder so, ja, jetzt gehüssig, morgen um 6 Uhr, sage ich, ey, Frohnatur. Nein, dann ist so ein bisschen, lass mich in Ruhe, dann will ich mich zum Morgen essen. Und dann, quatsch auch nicht allen Birnen voll, aber im Radio musst du halt. Und wenn du halt musst, bist du es dann auch. Weißt du, was ich meine? So. Absolut. Ja, und vielleicht, dass wir jetzt auch ein bisschen froher werden im Studio, ein bisschen Lust haben zum Spielen. Noch mehr Wein, oder? Ja, noch mehr Wein. Ich komme jetzt zum ersten Spiel bei uns. Mhm. Das ist ganz einfach. Ich habe schon gestern, die sind verschrocken, als ich es gesagt habe. Ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen, wie für jeden sehe ich es. Genau, und die Kategorie heisst 1 von 3. 1 von 3. Da darfst du eins von diesen 3 Gouverts auslesen und dahinter versteckt sich ein Stichwort und zu dem stelle ich dir eine Frage. Hast du Angst, dass es wieder Challenge wie bei erst Wochenende? Ich nehme blau, das ist irgendwie relativ neutral. Weißt du, ich mache es gerade auf, dann kann ich so schnell die Kamera heben. Mhm. Finde ich super. Ah, gut, es passt zu dir. Sport. Oh ja, das ist gut. Gell? Da bin ich dabei. Super, du spielst glaube ich Fußball. Ist das richtig? Shooten, Golfen, Squash, was mache ich noch? Ja, that's it. Aber das sind so ein bisschen drei, also es wechselt mal mehr, mal weniger, aber das ist meine 3 Projekte. Ja, wir haben gerade heute Mittag noch erste Wochenende Wann geschaut vom Golfen. Da hast ja du recht lang probiert, gell? Ja. Also muss ich noch schnell erklären. Erste Wochenende Wann ist eine Kategorie von euch, beziehungsweise ein Videoformat, genau, wo ihr Challenges macht. Kurz gesagt, versuchen wir lange Woche für Woche zu Wochenende. Aber erste Wochenende Wann, der Name sagt es schon. Wir müssen abwechslungsweise jede Woche Aufgaben erfüllen, die der eine dem anderen stellt. Die Aufgabe sollte machbar sein. Sie sollte aber auch mühsam sein, sie sollte nervenzerrend sein und mal geht sie vielleicht 1 Stunde und im schlimmsten Fall, wie bei mir, einmal geht sie auch bis zu 20 Stunden. Also da kann man dann richtig... Boah, was war das mit 20? Diamond Painting, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so wie Malen nach Zahlen, mit kleinen Steinen. Okay, dann bist du durchgedreht. Ich bin wirklich... Also ich habe es durchgezogen, es war vor meinen Ferien. Der Haussegen ist dann auch relativ schief gegangen, würde ich mal meinen. Also die Freundin hat dich zusammengeschissen? Ja, ich wollte mich in die Ferien. Wollen. Und der Simon hat es irgendwie vergessen, richtig durchzurechnen. Ich dachte, ja, dann macht er sie 10 Stunden. Und dann ist das wirklich endlos gegangen, es hat nicht mehr aufgehört. Das war wirklich, das ist brutal. Ja. Ich glaube, Simon hat auch schon seine Frau mal anrufen müssen, oder? Weil es länger gegangen ist. Das ist immer ein bisschen. Ja, immer einen schmalen Grat. Und wegen dem Golf war die Aufgabe, dass sie auf der Driving Range, dort geht man üben, abschlafen, für die, die nicht golfen, gibt es Alben, das gibt es auf den meisten Golfplätzen, so wie eine Art Kübel, wo man kann reinbrechen und dann bekommt man etwas. Und wir waren auf dem Golfplatz Grindelwald und dort gibt es einen Käse. Einfach so einen, ein Käse. Richtig grosser. So genau, in 50 Meter Distanz in den Kübel reinbricht. Und es ist schwierig, weil wenn der Ball reingeht, kann er auch wieder rauskumpen. Und ja, dort habe ich mich, echt abgemüht. Also ich habe schon mal fast gedacht, ich schaffe es nie, wenn er irgendwie Lucky Punch gehabt. Ja. Und eben, shooten du noch? Genau. Ein bisschen professioneller. Oder hast du mal ein Fußballprofi noch werden? Du hast mal das so ein bisschen... Nein, ich bin mehr so... Wenn es geregnet hat, bin ich nicht ins Training. Dann war Michel immer krank. Dann hat sie mir auch bei Michel gesehen. Dann haben wir den Trainer angerufen. Bei den Junioren habe ich aufgehört. Aber ich habe viel so Street-Football gemacht. Also so Tricken, Jonglieren, das kann ich super. Aber so Spiel lesen, taktisch, so 2-3-Liga, das bin ich nicht. Und bei den Senioren habe ich jetzt gedacht, steige ich wieder rein, so ein bisschen, dass man noch etwas macht. Und gerade eine Woche ins Training. Und für Matchen reicht es meistens nicht, weil wir Events haben am Wochenende. Und so. Aber ein ungerades Mal spiele ich auch. Meistens Hockey auf der Bank. Dann darf ich da noch schnell rein, aber überhaupt nicht professionell. Kommen wir nochmal zurück zu erst Wochenende Wann.
Eben, teilweise bis zu 20 Stunden. Werden die eigentlich bezahlt für das? Oder können das wirklich? Das nicht, das ist in der Freizeit teilweise auch. Kannst du merken, das weißt, glaub, du auch, Überzeit gibt es beim Radio? Nicht. Voilà. Und das ist bei uns auch so. Und darum lebt ja das Format auch von dem. Klar, wir können früher loslegen als der Otto Normalbürger, würde ich mal meinen, weil wir halt aber auch früh aufstehen. Das heisst, unser Arbeitstag ist nicht mal fertig auf den Mittag her. Auch dort unterschiedlich. Aber dann fängt es eigentlich erst an. Und dementsprechend, also nein, es ist eigentlich Überzeit, die aber nicht ausgezahlt wird. Ja. Voilà, ja. Und das Format wird wirklich am Freitag aufgezeichnet oder wird das irgendwann aufgezeichnet? Es wird, wenn immer möglich, am Freitag. Es gibt seltene Episoden, die nicht am Freitag sind, wo es aber location-technisch mal irgendwie etwas ganz Grosses organisieren, ein Stadion oder weiss nicht was, dann geht es manchmal terminlich nicht immer am Freitag. Aber danach haben wir ja mal ein verlängertes Wochenende oder so, dann tun wir das irgendwie aber so. Deichseln. Perfekt. Und was war die schwierigste Challenge für dich jetzt? Vielleicht können wir die auch noch verlinken, die schwierigste. Ja, auch die, die ich abbrechen musste. Eine einzige die ich abbrechen musste. Und das ist dann noch in der Kickflip mit dem Skateboard. Hat so gestanden. Kickflip, ich weiß nicht, ob du den kennst, also vielleicht bildlich gezeigt. Genau. Das ist, wenn das Board so mit der Oberfläche muss man aufkumpen und das Board einmal so drehen und wieder landen. Ja. Das ist der Kickflip. Und in der Zeit habe ich schon auch geskatet, aber einfach so wie alle anderen auch. Einfach so ein bisschen lange Haare und ein bisschen Skater-Style. Aber ich konnte vielleicht den Oli können und dann habe ich das wirklich geübt und geübt und geübt. Und das Problem ist, irgendwann lässt die Kraft nach, du wirst nicht besser. Und nach 4-5 Stunden hast du einfach so keine Kraft. Und du kommst einfach immer auf und machst die Bewegung. Keine Chance. Und dort musste ich aufhören. Ja, das ist... Und wie ist eigentlich das Format entstanden? Das ist im Fall, wir haben immer gesagt, komm, wir machen irgendetwas, um eine Challenge. Wir haben früher andere Formate gehabt. Wir haben mal so ein bisschen die SCB-Fans parodiert. Dino Danu, hätte ich geheissen. Das war auch ein Projekt, das wir dann so ein bisschen einen Shitstorm haben provozieren wollten. Aber die SCB-Fans haben... Und das ist ausgeblieben, glaube ich. Das ist wirklich einfach nicht gekommen. Und die SCB-Fans im Gegenteil haben noch Freude gehabt daran und haben das irgendwie mit Humor nehmen. Du kannst das zum Beispiel bei Shoot-Fans nicht machen. Und Eishockey-Fans, und jetzt Berner Eishockey-Fans, haben dort wirklich Freude daran gehabt. Mehr die, also überspitzt, Analphabeten, Alkohol... Also ja, wirklich fast Alkoholiker, einfach dumme Brot. Einfach so ein bisschen... wirklich überspitzt dargestellt. Und die SCB-Fans haben das aber genau mit Humor nehmen und haben uns das nie krumm genommen. Das haben wir recht lang gemacht. Dann haben wir aber irgendwann mal gemerkt, jetzt ist der Witz erzählt. Dann haben wir die berndeutsche Sprache ein bisschen näher, der Schweiz ein bisschen näher gebracht. Berndeutsch für Dummies hat das geheissen. Und so Wörter wie «Aua», weißt du, mal so ein richtig erklärt. Oder «Gigu» oder weiss nicht was. Und dann war das auch mal erzählt und haben gesagt, hey, komm, wir machen so ein bisschen etwas, um einander zu challengen. Aber etwas, das die Leute können nachvollziehen können. Ich meine, was kann man... was kann man besser... Sorry, morgen schon. Wie sagt man? Was kann man nicht besser nachvollziehen? Was kann man besser nachvollziehen? Jetzt bin ich ja gerade unsicher. Gell? Egal. Bin schon zu viel getrunken, nein. Nicht, am Wein liegt es nicht. Das ist fein übrigens. Super. Einfach etwas, was die Leute nachvollziehen können, das sage ich halt so. Und das ist am Freitag, am Nachmittag, um 5 vor 5 Uhr, wenn der Chef noch kommt mit so einer Biggie Ordner und sagt, hey, kannst du noch schnell? Ja. Kennst du das? Kannst du noch schnell? Nur das. Und genau das wollten wir so im Sinne von einer Peanuts-Aufgabe, die aber einfach so mühsam ist, bis du erfüllt hast. Und das hat sich auch irgendwie mehr gesteigert. Mhm. Perfekt. Und eben, ihr seid mega erfolgreich mit dem Format. Eben, ihr habt, glaube ich, 500'000 bis 2 Millionen Aufrufe teilweise, oder? Ja, es ist so ein bisschen je nach Algorithmus von Facebook. Gell? Früher war es wirklich so im 5-Millionen-Bereich, sogar bis auf Deutschland raus. Eine Bekannte, die in Deutsch-Köln lebt. Und, also so im erweiterten Familienkreis. Und die hat dann mit ihrer Mutter telefoniert in einem Café und hat einen deutschen Kollegen. Sie redet akzentfrei Deutsch. Und hat dann auf Schweizerdeutsch mit der Mutter telefoniert, hängt ab. Und dann sagt er so: Ah, gar nicht gewusst, bist du aus der Schweiz? Und sie so: Ja, ja. Ah, okay, ja, er schaut auch immer so zwei Typen, die sich gegenseitig das Wochenende versauen. Und dann sagt sie so: Ah, ja, das ist mein Schwager. Oder? Also, ja. Also es ist bis auf Deutschland raus. Und mittlerweile, eben, wie es überall ist, der Algorithmus ist mal mehr, mal weniger. Das Format funktioniert immer noch sehr gut. Vielleicht nicht mehr ganz mit den Reichweiten, die wir früher hatten, aber immer noch super. Also wir sind immer noch happy damit. Und haben wir auch einen Podcast, der sehr gut läuft. Der heisst «Die Sprechstunde», oder? Genau, ja. Den machen wir auch seit 2019. Mhm. Der ist, ja, ich würde sagen, mit einer von den Reichweiten-Stärksten. Ja, erfolgreich klingt immer so. Einfach Reichweiten-Stärksten, Comedy-Podcast. Also Comedy, wir machen auch nicht Comedy. Unser Leben ist einfach auch ein Slapstick, sage ich gängig, dass man das hört und sich unterhalten fühlt. Und wir sind einfach auch dort, möglichst nahe bei den Leuten. Und dort geht es wirklich dorthin, wo es weh tut. Das, was du vielleicht am Radio nicht kannst
Und das war auch der ursprüngliche Gedanke, können wir dort thematisieren. Ob jetzt das der letzte Besuch beim Urologen ist oder was es so ist. Also wirklich dort her, wo es wehtut. Also es ist fast ein bisschen ein Tagebuch von euch zusammen. Hey, mega! Also ich weiss, im Fall, wir schnurren dort so viel, ich kann dir aber gar nicht mehr sagen, was wir jetzt vor 4 Folgen geschnurrt haben. Und manchmal sprechen die nicht Leute auf das an und sagen, hey, ja, du hast doch denn das gesagt. Und dann sagst du, ja, stimmt, haben wir, ja. Aber ich habe also, es klingt ein bisschen blöd, aber ich kann meine eigenen Folgen, Podcast-Folgen hören, die vor einem Jahr, und ich fühle mich wie wenn ich andere Podcasts höre. Keine Ahnung mehr, was ich sage. Keine Ahnung mehr. Sehr gut. Jetzt ist ganz wichtig, dass du weißt, was du sagst. Mhm. Wir kommen zu einer weiteren Kategorie und die heisst bei uns noch nie gesagt. Ja, Schelker, bei noch nie gesagt, gibt es irgendetwas, wo du noch nie in den Medien darüber geredet hast? Und hättest du gerne schon mal darüber geredet? Vielleicht bist du einfach noch nie gefragt worden. Schwierig, weil wir halt wirklich, wirklich alles breitreden in unserem Podcast, in Sprechstunde. Aber du hast ja viele illustre Gäste hier schon gehabt. Hast du Fronsignori schon mal gehabt? Nein, würde ich gerne mal haben. Also, dann möchte ich das mal deponieren. Fronsignori schuldet mir noch eine Antwort vom Liebesbrief aus dem Jahr 2002. Okay. Dann hat sie den Grand Prix für Volksmusik gewonnen. Lass mich nichts Falsches sagen. Der Song... wie hat jetzt der Song geheißen? Den weiss ich nicht mehr. Ich war mega Fan von Fronsignori. Ich habe, Also bist du verliebt gewesen? Ja, einfach so Teenie schon. Ja, ja, wirklich, also, es ist ein peinlich, aber es war meine erste Musikberührung, Schlager. Vor der Francine war noch Monique. Kennen wir die noch? Monique kenne ich noch. Es ist wirklich richtig peinlich, jetzt ich packe aus. Gell? Falls mal Francine Jordi hier zu Gast hättest, wäre cool, wenn du eine liebe Grüße könntest ausrichten und vielleicht den offenen Brief, oh, wenn sie nicht weiss, was da drin ist, gestanden, vielleicht könnte beantworten. Da wäre ich nicht traurig. Super. Ich finde es immer noch sehr eine sympa Frau, Powerfrau, Francine. Dann aus Multimedia-Elektroniker bei ihren Eltern, ich sage jetzt nicht, wo sie wohnen, bei ihren Eltern daheim auf Service gewesen. Also, und ein bisschen nervös gewesen, ob sie vielleicht gerade jetzt... Ja, ich weiß nicht, wir haben ein bisschen darüber geredet, mit der ganz herzig. Also wirklich ganz eine herzige Family. Mittlerweile bin ich ehrlich, bin ich nicht mehr so im Schlagerbereich daheim. Das hat sich dann irgendwann mal so mit... Was war ich denn? Mit 11 vielleicht schon verflüchtigt, als ich entdeckt habe, dass es so andere Musik gibt. Aber gleich. Also immer wieder über den Weg gelaufen, aber nie so persönlich. Ist jetzt, Energy ist jetzt so nicht der Schlagersender. Du hast sie noch nie eingeladen ins Radio. Gut, passt weniger zu Energy, oder? Energy ist weniger der Schlagersender. Wir haben dort so ein bisschen andere Interpreten und Zielgruppen. Genau. Aber falls du mal siehst, und dass sie das hier mal deponiert, ja, und dass sie dir zugeschrieben. Ja, einfach mal gerne noch Antwort geben auf eine verzweifelte Botschaft von einem 10-Jährigen, der schwer verliebt war nach dem Grand Prix von Volksmusik. Und ich habe gehört, du hast mal ein lustiges Erlebnis mit dem Bühne Huber, oder? Ist das schwierig? Wunderpunkt, Sven. Ja, also lustig. Ich will mich hier auch ein bisschen draus nehmen. Du kannst eigentlich nichts dafür, der Simon ist schuld, oder? Der Simon hat vor 5 Jahren, ist das gewesen, also hat mir in Morgenshow mit dem Bühne ein Interview gehabt. Wir haben es immer sehr gut mit dem Bühne. Ich hatte mein erstes Radiointerview mit ihm gehabt, Bühne Huber von Patent Ochsner. Immer noch für mich, also sorry, wenn du Berner oder Bernerin bist, das ist DNA von uns. Ja. Das ist einfach, ich habe Tränen auf dem Gurt, schon manchmal gerannt, wenn ich gespielt habe, wirklich, könnte die Welt umarmen. Und der Bühne ist dann vorbeigekommen im Rahmen, glaube ich, von seinem Kunstprojekt. Er hat so Kunst gemacht. Und sagen wir mal so, der Bühne hatte einen kleinen Scheissmorgen und der Simu hatte einen Scheissmorgen. Und ich bin so wie das Kind dazwischen, zwischen den Eltern, die sich gestritten haben. Und das ist wirklich so in eine blöde Richtung gegangen, das Interview. Es war live im Radio, also nicht vorproduziert. Darum weiss man, warum man manchmal Sachen vorproduziert. Und dann ist das in eine völlig falsche Richtung. Und ich glaube, der Bühne hat uns das, und ich sage bewusst uns, obwohl ich eigentlich wirklich nichts dafür kann, uns das nie vergessen. Und seitdem kommt er einfach zu allen, aber nicht mehr zu uns. Und hat das auch so gesagt. Und ihr habt euch nie probiert zu entschuldigen? Mal! Also da möchte ich sagen, da haben wir wirklich viel gemacht. Ich habe wirklich bis zum Äußersten probiert. Aber ich glaube, der Bühne, also wir kennen ihn, glaube ich, auch, ist eine Kultfigur.
wenn bei ihm mal zu heute unten ist, ich glaube, dann musst du nicht mehr kommen. Und das ist mega schade, das dauert mich immer noch. Das ist etwas, also, wenn er einmal da ist, soll ich ihm das auch noch sagen? Oder? Ja, liebe Grüße, ja, wäre mega cool. Wir entschuldigen uns in aller Form entschuldigen. Ich entschuldige mich im Namen von Simu. Ich habe nochmal nicht so viel dafür können und würde mich mega freuen, wenn man da wieder mal nicht ist. Hocken. Und der Simon interessiert es nicht so? Oder wo man... Hey, der hat im Fall einen ähnlichen sturen Gring wie der Bühne. Ah, ja, also, ich sage es mal so, die zwei. Es ist schon ein klar, warum es so weit ist. Sie haben beide ein sturen Gring. Eben, das heisst, du bist auch so ein Festivalgänger. Wenn das Gute zum Beispiel ansteht und ja, dann doch noch spielt. Ja, dann unbedingt. Festivalgänger klingt jetzt so, als wäre ich jedem Festival. Ich war noch nie im Frauenfeld, ich war noch nie im Gampo, ich war noch nie im Greenfield, ich war noch nie im Open Air St. Gallen. Du siehst, ich bin kein Festivalgänger. Aber im Guten bist du ein paar Mal. Guten Festival, das ist schon fast daheim. Wir haben dort oben, legen noch auf, machen Party mit den Leuten. Sie sind seit Jahren dort oben. Ja, das ist einfach so wie, auch wie der DNA. Ich meine, wenn du in Bern bist, kommst du nicht drum um das gute Festival. Ja. Ja, eben noch schnell zu deinem DJ-Job, den du ja nebenher noch machst. Oder? Ja. Was leistest du für Musik auf? Für Leute, die dich vielleicht auch buchen wollen? Du, alles, was gewünscht ist. Ich bin mir für nichts schade. Das ist Motto Nummer 1. Francine Jodi. Hey, wenn es gewünscht ist, go for it. Francine Powermusik. Nein, also ich kann, wenn ich will, kann ich eine Schlagerparty herzimmern. Wenn ich will, kann ich eine Hausparty herzimmern. Wenn ich... das, was ich am meisten mache mit Simon zusammen, ist einfach, dass wir so ein kleines Programm durchziehen. Aber das, ich kann dir gar nicht mal sagen, dass es dort in den roten Faden drin hat. Das ist einfach Musik, die dort passt, wo wir auflegen. Ist jetzt der Sender urban, dann ist es vielleicht ein weniger Ballermann und Schlager. Ist es auf dem Land, hey, dann kommt da mal irgendein Ballermann-Song oder vielleicht auch drei hintereinander. Und dann mögen alle kollektiv, wie heisst die Mutter von Niki Lauda. Es ist, weißt du, was ich meine? Wir passen uns an. Dementsprechend haben wir vielleicht auch nicht den besten Ruf unter den DJs. Ich sage extra DJs, weil weißt, es gibt junge Wilde, gibt es Agogo, die geile Übergänge produzieren, die richtig drin sind. Und denen kommt es natürlich fast auf, wenn sie uns hören, auflegen. Weil wir tun manchmal schon extra mal ab und einfach noch schnurren. Und ein bisschen die Leute manchmal ein bisschen provozieren. Manchmal einfach, es darf nie vorhersehbar sein, was bei uns passiert. Und das ist echt so ein bisschen das. Es sind eigentlich fast so ein Eventradio, wenn man euch bucht. Ja, wenn du so willst. Einfach Entertainer, ja, genau. DJ ist halt ein einfacher Begriff. Man macht Musik, aber ja, wiederum fühlen sich viel beleidigt, wenn man uns DJs nennt. Darum, ja, möchte ich jetzt da auch nicht darauf bestehen, dass wir uns DJ nennen. Mehr Entertainment, mit uns ist einfach eine gute Zeit. Das ist eigentlich immer so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Und da sind in der ganzen Schweiz unterwegs oder vor allem im Bernbiet? Viel, immer wie mehr in der ganzen Schweiz. So, ja. Gibt auch die ein oder andere Anfrage. Manchmal nimmst du nicht alles an. Ich bin mich auch schon angefragt worden im Bündnerland. Nicht dies und dies. Wirklich Davos? Nein. Es ist wirklich so ein kleiner Ort, noch weiter hinten bei Chur, dort, und dann, ja, hast du 5 Stunden Anreise oder so, und dann, ja, musst halt sagen, ja, ein bisschen Aufwand und Ertrag. Oder Deutschland, hat sich auch irgendwie bei München in das Festival angefragt. Ja, gehen wir dann nicht, aber es muss einfach auch noch aufgehen mit allem anderen, was wir nebenbei haben. Und eben, wenn wir mal auf Zürich gehen, eben, du hast mal von dem Zürichkuchen noch geredet, dass es mega schwierig ist, dort reinzukommen, oder? Ja, oder ob man noch dort rein will, das ist ja, eine so eine Frage, genau. Nicht, oder? Ja, wir sind wirklich nicht so Güppli. Ein Weile geht gängig, Sven, aber Güppli Schlöfer sind wir sonst nicht so. Ich glaube, in diesem Zürichkuchen, in diesem sogenannten, musst du einfach einerseits von den Medien her halt wieder heim sein. Also, ob jetzt das Schweizer Ilu ist, wie sie alle heissen, dann musst du einfach irgendwann mal reinrutschen. Und aber es würde ja bei euch noch gehen, weil ihr Energy sind, oder? So. Ja, aber das sind gleich ein bisschen ausserhalb. Ja. Das stimmt schon, aber gleichzeitig, wenn du halt so krass um ein Medienhaus läufst, dann ist natürlich halt so, wie du immer geschaut hast, das ist Konkurrenz, ja, nein, nicht. Nein, wie soll ich sagen, wir nehmen das einfach halt so ein bisschen hoch. Das ist ja, also, bist ehrlich, du siehst ja wirklich immer die gleichen. Ob jetzt das TikToker, die untereinander sind, das ist ein Kuchen. Ob jetzt das Comedians sind, das ist ein Kuchen. Ob jetzt das Moderatorinnen und Moderatoren sind, das ist auch meistens ein Kuchen. Musiker, lustigerweise, sind ja viele Berner, die auch erfolgreich sind. Aber das ist ja eine Schlüsselfigur. Weißt du, welche? Wer da alle Fäden zieht? Das ist auch ein Zürcher. Aber, in Bern? Der lange in Bern gelebt hat, aber jetzt wieder in Zürich. Nein, du musst mal. Dodo. Ah, der Dodo. Der Dodo, natürlich aus Produzenten. Der Zürich mal in Bern. Voilà. Und der Dodo hat sehr lange in Bern gelebt. Der Dodo war auch schon bei uns übrigens. Ist auch schon hier gewesen. Aber sehr cool. Sympathischer cool. Dude. Wirklich immer coole Geschichten mit ihm. Auch schon ein paar Mal getroffen. Und er ist der, der im Fall genau das gemacht hat. Der Berner Musikkuchen, der sonst genauso wie der Rest von der Berner Kulturszene einfach für sich ist.
Genau das hat er wie aufgebrochen, auf Zürich geholt oder einfach so eine Synergie genutzt. Und das finde ich mega stark. Weil, schau mal, was es hat vorgebracht. Ich meine, Stefla-Chef, Nemo, Lolotyk, noch und Manilio, noch und nöcher. Und mit all denen hat er Dodo zusammengearbeitet. Das sind all die, die Erfolg hatten. Also, noch interessant. Du musst einfach in den Kuchen, wenn du schweizweit willst unterwegs sein, musst du in den Kuchen. Und wir probieren es auf die andere Art und Weise, dass wir einfach ja, unser Zeug machen, mit den Leuten zusammen irgendwie connecten und dass das so wie früher Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Genau, was zeichnet einen Berner aus? Gute Frage. Was macht eben Zürich Güppli trinken? Du hast immer die Klischees, was macht einen Berner so ein bisschen aus? Klischees ist natürlich auch immer schwierig. Es gibt immer Ausnahmen von Regeln. Und die gibt es in Bern genauso. Aber ich sage so, aus Berner bist du tendenziell bodenständiger, würde ich mal meinen. Nimmst du dich selber nicht so wichtig. Der Vorteil, wenn man hast, den Dialekt, würde ich mal meinen, da eckst du nicht so an. Ist aber auch nicht so sexy, wiederum, habe ich auch schon gehört. Also, ist jetzt nicht der Nummer 1 sexy Dialekt, würde ich mal meinen. Aber es gibt viel Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres? Aber weißt du, was ich meine? Es gibt Schlimmeres, aber wir sind im guten Durchschnitt. Aber ein Berner ist immer so im guten Durchschnitt. Das ist so ein bisschen das, was die auszeichnet. Und wenn möglich, probiert man so ein bisschen sympathisch zu sein und weltoffen. Okay, wenn du Richtung Berner Oberland gehst, ist das mit dem Weltoffenen vielleicht auch ein bisschen weniger der Fall. Also weißt du, was ich meine? Es gibt einfach so ein paar Attribute, die ich den Berner zuspiele. Es gibt auch Berner, die Arschgeigenen sind, genauso wie Zürcherinnen, Luzerner, Winterthur. Du bist von Winterthur. Winterthur. Ja. Es gibt sogar Winterthur, die Sempa sind, wenn es will. Du bist der erste sympathische. Ich kenne nicht so viel Winterthur, ja. Aber ich würde sagen, Winterthur ist jetzt auch nicht so die Stadt, wo ich sage, wow. Aber sie wird oft unterschätzt. Ja. Die sechstgrößte Stadt, ja. Bern kommt noch vorher. Sind wir noch voran? Ja. Es ist Winterthur, ja, ich weiss einfach auch so ein bisschen rein zahlentechnisch, aber Industrie hat er viel, ja. Ja, das ist so ein bisschen so. Viel Lofts. Viel Lofts. Ja, richtig, das ist cool. Aber das klingt auch schon wieder nach Zürich. Weißt du, Loft, ich wohne in einer Loft. Das Bern ist einfach in der Altstadt. Du bist nicht in einer Loft, du bist in einer Altbauwohnung. Sehr gut. Ja, was in einer Loft auch reinpasst, ist immer ein Dartscheibe. Und darum würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Spiel. Okay. Und das heisst zum Schluss der Schuss. Ja. Bei unserem Studiospiel zum Schluss des Schuss darfst du mit diesen drei Pfeilen auf unsere Dartscheibe schiessen. Du hast mir echt nach einem Glas Wein drei Pfeile in die Finger drücken, gell? Ja, voll. Bleibst du da hocken? Ich bleibe da hocken. Gut. Auf deine eigene Finger. Hast du eine Versicherung? Habe ich. Gut, legen wir los. Was gibt es zu gewinnen? Also, krass, ein Gucci, der zum Gast passt, Ende Jahr. Also, wenn du jetzt da gönnst, kannst du dich auf etwas Schönes freuen. Das heisst, wie viele Punkte muss ich machen? Im Moment führt Meta Hildebrand, glaube ich, bei uns mit 64 Punkten. Nummer! Köchin. Ja, also du kannst... Oh, warte, Nummer. Es sind ja nur drei Pfeile. Ja, es sind nur drei Pfeile, also... A Triple 20, okay. Könntest relativ schnell vielleicht drüber gehen. Erst Wochenende, wenn ich mir übrigens auch mal da... Ich weiss! Dreimal hintereinander ins Bullseye, aber das musste nicht ich machen, sondern der Simon. Das ist auch okay. Und dann hat das in ihrer Ferne, glaube ich, auch angerufen. Und dann hat eine Frau zusammengeschissen. Ach, das ist schon so lange her, das weiss ich nicht mehr. Aber auf eure eigene Gefahr, also ich würde genau. Auch... Die Kamerafrau, ich würde wirklich auf die Seite, gell? So zwei Scheiben, nein. Und du darfst schiessen. Einfach nicht bewegen, okay. Sven, gell? Ja, ist gut. Eins. Ja, komm, hey. Ich will eben 20, Triple 20, haben wir das Ziel. Ja, komm! Ich riskiere. Ja, aber ich finde es gut. Ah. 18. Triple, nein, 18. Nein, oben, es gibt, glaube ich, 21 Punkte. Das ist aber traurig, du. Ja. Das ist jetzt eine ganz, ganz traurige Leistung, Herr Schelker. Das sind 21 Punkte. Das ist richtig enttäuschend jetzt. Ich bin richtig enttäuscht. Bist enttäuscht? Wobei man sieht, die Wurfrichtung, die ich haben will. Gestummer, ja, oder? Ja, aber leider nicht ganz. Blöderweise ist eben das blöde Eis. Komm, als Ding gebe ich da noch ein bisschen Wein. Noch ein bisschen Zielwasser. Ja, komm, komm. Übrigens, ich fahre dann nicht mehr. Das sieht, ja. Ist unter Töpffahrer sehr verpönt. Ja, ja, nein, eben, drin. Genau. Ja, ich lasse dann stehen bleiben. Genau. Sehr gut. Ja. Ja, du. Da komme ich rein her auch. Mit diesen mageren 21 Punkten. Ja, es ist ein gutes Mittelfeld, aber ja, mehr. Aber weißt du, was ich sagen kann? Damals hat Johnny Fischer der erste Sendung bei uns, glaube ich, 3 Punkte geschossen. Also. Ach, ja. Das nehme ich. Johnny Fischer geschlagen. Cheers. Genau. Jetzt haben wir dafür für dich noch einen kleinen Aufsteller bei uns da. Okay. Eine kleine Überraschung, dass du nicht ganz ruhig heimgehst mit den 21 Punkten. Bin ich aber gespannt. Und zwar, muss ich das schon unter den Tisch, haben wir noch eine Männerpflanze für jetzt dich. Jetzt aber, du! Von unserem Sponsor von
Fleurop. Das ist ja cool. Ja. Wissen die wenigsten einen grünen Daumen? Hast du einen? Ja, also ich probiere es auch mal. Super. Ja. Das wäre auch eine Pflanze, die du ohne grünen Daumen recht einfach pflegen könntest. Unsterblich, oder was? Unsterblich fast, ja. Okay. Genau. Es gibt weißt du, was ich teste? Sie nehmen die Worte. Mal schauen, wie lange das sonst halt das ohne nicht. Nein, sehe ich natürlich nicht. Merci vielmals, ja. Mega cool. Wenn du nicht auf dem TÜV kannst transportieren, bringen wir die dann demnächst in Bern mal mit. Leider habe ich den Gepäckträger und den Kofferraum daheim gelaufen. Genau. Das wird etwas schwierig, aber merci vielmals. Sehr gerne. Sehr lieb. Merci tausend. Passt genau in die Richtung, nach die anderen. Super. An dem Fall hast du wirklich einen grünen Daumen. Hey, ich habe wirklich Avocado, also kennt man es. Ja, die sterben bei mir immer ab. Das ja, aber los, jetzt, ich habe einen Baum. Also meine ist wirklich so gross. Okay. Und meine ist so gross. Nein, er ist wirklich gewachsen und drei hatte ich. Alle bis etwa so aufgebracht, zwei sind jetzt gestorben, aber einen habe ich noch. Und hat wirklich, also, an dem habe ich wirklich Freude, so wie mein Baby. Andere haben Haustiere und so mein Avocado-Bäumchen. Das ist so. Aber da hast du nicht zu viel aufmerksam, weil sie werden dann auch verwöhnt. Und dann ja, und dann sterben sie ab, wenn sie dann nicht mehr braune Blätter ist wirklich so ein bisschen das Warnsignal Nummer 1. Und dort musst du dann so ein bisschen etwas an deiner Strategie ändern. Mhm. Sehr gut. Jetzt kommen wir noch schnell darauf zurück. Was steht bei euch noch an in nächster Zeit? Gibt es irgendeine News, die du uns noch erzählen kannst, was du und Simon Moser geplant haben? Ich sage es also so, es gibt in nächster Zeit gibt es so ein bisschen grössere News, wie wir uns so ein bisschen orientieren, was durchgeht. Sonst haben wir auch viel vor, sagen wir, mit dem Podcast, live. Wir wollen wieder gewisse Sachen anreissen. Ich kann nicht genau sagen, wenn wir wo was, aber wir haben da die Live-Events gemacht, wo wir aber wirklich haben schon irgendwie 60 Sekunden, die aber ausverkaufen können, die Events im Kursaal zu Bern haben wir die aber gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir machen da wieder etwas, sind ein bisschen dran am Organisieren. Videoformat sind wir dran, vielleicht auch ein bisschen grössere Geschichte, aber es ist alles noch nicht so offiziell spruchreif. Darum ein bisschen dranbleiben, mal ein Abo da auf den Kanal. Perfekt. Dann sieht man sicher die nächsten Geschichten, die kommen. Sehr gut, ja, ich danke dir vielmals. Zum Merci Abschluss dir. Noch ganz kurz. Ja. Ein schönes Berner Dialektwort. Hast du also etwas da mit auf der Weg? Es gibt so viele schöne. Gut, Stündler haben da ja mal recht geprägt, oder? Das kennen wir vorwiegend in Bern, rum Bern. Ist es so? Ja, ich habe das Gefühl, ich habe es nicht gekannt. Also, das gebe ich das rein. Das Wort Stündler kommt ja eigentlich von streng religiösen Leuten. Das sind Stündler, die also stündig. Der Begriff kann man mal sonst nachgoogeln. Also auch ältere Leute schauen mal schnell. Ja. Wir haben ja auch Merchandise-T-Shirt, wo Stündler innen drauf steht. Und alte Leute checken das natürlich nicht und fragen sich, was das für Leute sind, für komische. Aber wir sagen unseren Hörerinnen vor Sprechstunden so, Stündlerin. Und sonst würde ich doch noch den Kilbi-Gigu mit auf den Weg geben. Kilbi verstehe ich, aber Gigu? Das ist eine Bratwurst. Ah, schön. Wunderbar. Kilbi-Gigu. Sehr gut. Ja, dann gehen wir jetzt einen Kilbi-Gigu nehmen, oder? Und es ist immer schön, wie du Gigu aussprichst. Aber Sven, merci für die Einladung. Schön gewesen. Ja, mega gemütlich. Und sagen wir mal wieder. Ja, absolut. Kommst du mal mit einer schönen Band vorbei? Ja, und bring dir Pflanzen. Sehr gerne. Merci vielmals. Ich danke natürlich auch euch. Schön, dass ihr zugeschaut. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Und bis dann. Tschüss.